Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier LS17 Südhämmern mit dem Ansgar von Nordrhein TV Play und dem Sachsen Let's Player. Hallo. Hallo. Voll motiviert. Yeah. 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 So, Ansgar, ich bin fast da. Was sind 3 Packen weniger 2 Packen? Was? Eine Rechenaufgabe. Das ist eine Fangfrage. Was ist es denn? Nee, ich sag da nichts draus, sonst blamier ich mich wieder. Nee, das mache ich nicht. Randy, du bist dran. Ich habe den allgemeinen Umstand nicht mehr verstanden. Irgendwas mit, was ist, sind 3 Packen minus 2 Packen, oder was? Ja. Wenn ich 3 Stück hab und zieh 2 Stück ab, hab ich 1 Stück. Also, was ist es dann? Ne, Impack. Einpacken. Oh Gott, der Witz hat überhaupt nicht funktioniert. Hast du aber Berühmtheit, richtig gut Konkurrenz im Bereich, Witz. zweiter Versuch fehlgeschlagen. Sag mal, Ansgar, wo bist du mit dem Drescher hingefahren? Ja, 14. Achso, hier ist noch ein halbes Feld, weißt du, ne? Ja, da habe ich doch eben gesagt. Okay, danke. Das war der dritte Witz. Ja, okay. Nee, früher gab es eine Lehrerin bei uns, die das immer gesagt hat. Was sind 3 Packen weniger 2 Packen? Wir haben alle geschrien, einpacken und sind rausgerannt. Rausgerannt? Ja, weil Ende der Stunde. Achso, alles klar. Ja, und ich wollte das gerade auch machen, wollte ganz schnell den Traktor verlassen und das Spiel verlassen. Was? Ja, für den Gag. Also, achso, einfach nur so das Verfahren. Okay. Vielleicht ist es sogar ganz gut, dass er nicht gezündet hat, dieser Gag. Ist das traurig. Gezündet. Bye-bye, Werbefreundlichkeit. Oh ja. Oh ja, es wird auch mal wieder ein bisschen was angekreidet bei mir. Guck mal. Echt? Sehr gut. Bei mir gefühlt alle 2 Tage ein LS-Video. Ja, bei mir auch. Das ist aber auch heißer Shit. Unter anderem war auch Südhämmern betroffen. Unter anderem die Folge, das war's mit dem Reinheitsgebot. Wurde dann aber nach 3 Stunden wieder als werbefreundlich gekennzeichnet. Oder zum Beispiel sammeln sie LS-Punkte. Das hat YouTube auch nicht gefallen. Punkte sammeln, muss was Illegales sein. Ja, und das ist halt... Ich hatte, dass man bei dieser manuellen Überprüfung nicht noch eine Bemerkung dazu schreiben kann. Ich wollte da jedes Mal schreiben, dumm, dämlich, Langeweile. Wollte ich die ganze Zeit erreicht ran, dass es die YouTube-Mitarbeiter auch sehen. Als ob sich das irgendjemand anguckt, oder? Quatsch. Das ist alles Computer-Dingens hier. Den denke ich auch. Da steht manuelle Überprüfung da. Ja, das ist nur, damit du dich besser fühlst. Ja, Wahnsinn. Anzeige ist raus. Das Weltbild jetzt auf einmal zerstört. Das heißt zuerst, Grüße gehen raus und dann 2 Tage später kommt die Anzeige. Doppelpiece an YouTube an der Stelle. Richtig. Naja. Soll ich mal das Chaos beseitigen? Ach, du machst das hier? Ja, das klingt nach einem Plan. Ja, wenn du das umhauen willst, sagst du Bescheid. Ich hatte jetzt nur kurz das Ding hier gewählt. Kannst du gerne aufsammeln alles. Da muss ich auch noch mal eine Runde drehen. Nee, warte. Warum mal. Macht er nicht weiter? Weil es schon wieder leer ist, meine. Meine. Wir könnten auch die Ballen in die Futtermischanlage werfen, weißt du? Das wäre natürlich auch eine Methodik, ja. Ja, Vorsicht, heiß und fettig. Es wurde oftmals gefragt, ob es diesen Krone mehr hier auch in echt gäbe. Und ich glaube, dem ist nicht so. Nee. Oder? Glaube nicht. Also ich konnte jedenfalls nichts finden und es kam mir auch ein bisschen unrealistisch ohne vor. Big M. Ja, Big M an und für sich gibt es schon, aber nicht in dieser Ausführung. Big X ist das ja, glaube ich, oder? Der hieß hier Big X, oder? Big X ist eigentlich der Häcksler. Ach so. Der Maishäcksler. Die sind offline, warum? Verstehe ich nicht. Bist offline? Ich bin aber im WLAN drin. Ja, wir hören dich noch. Ja, das ist richtig. Du bist offline. Mal ready, mach dich doch mal online jetzt. Kann doch nicht sein. Wo war denn der Kram nochmal? Ach, das war bei... Ja, den gibt es wirklich. Das ist der Krone Big M 500. Tausendfach bewährt, optimale Gewichtsverteilung, über 13 Meter in einen Schwad, dank Schwad-Zusammenführung mit 40 km/h auf der Straße unterwegs, nie unterwegs,
Niedriger Schwerpunkt für hohe Fahrkapazität. Hast du mal einen Link parat? Krone, landmaschinen.krone.de, dann einfach Big M 500. Also ist eine offizielle Seite von Krone. Also ja, den gibt's. Okay. Wassershit. Ja, es ist voll realistisch, was wir hier machen, weißt du? Also. Ja, aber ja, ich kenne den realistischsten hier und von uns kenne ich auch. Ja? Persönlich sogar, ja. Aber ich zweifle dran, dass der am Wachenlehm auch Karotten und Köln. Randy? Ja, nee, weil ich kann hier nicht, weil sonst würden ja die Silage-Dinger. Warte, ich häng! Alter, war das knapp. Das war knapp, aber hat funktioniert, das ist der Hauptsache. Warte, gut, ich bleib dann hier stehen und du machst irgendwie, ne? Ich mach das, ja. Oh, wunderbar. Was gerade mal an hier? Sag mal, frisst der mehr Stroh wie Gras? Das ist ja Wahnsinn. Ach so, nee, das geht schneller vorhanden, weil der die nicht wickelt, ne? Hm. Richtig. 100 Punkte für den Kandidaten. Danke. Ich nehme das Überraschungsei. Ja? Ja. Ich habe schon ewig keine Überraschungsei mehr gegessen. Doch, ich bin zu faul, die zu kaufen. Nee, das ist aber nicht der, den wir hier haben. Krone Big M. Nee, hast du die Bilder angeschaut? Ja, der hat hinten halt zwei und nur zwei in dem Sinne, ja. Aber so, also der das ist ja, halt noch weiter. Der hängt ja einen Ladewagen hinten an. Ja, könnte der theoretisch. Achso, du meinst jetzt so mit diesen hinten Aufbau-Drinks da dran? Nee, ich glaube so nicht, aber den ja, ohne, genau. Den wir Werner zum Beispiel bei Modern Alberta hatte, den gibt's. Den, den gibt's auf alle Fälle. Aber ich meinte ja genau dieses Modell mit diesem Lader hinten direkt dran. Achso, das habe ich jetzt bei Dings nicht gefunden bei Google. Da gab es nur einen, der halt die ganzen Mehrwerke vorne dran hat und hinten dann eben noch einen Ladewagen hinterher zieht. Na ja, gut, ja. Nee, da zweifle ich aber auch dran, weil das sieht. Den kriegst du nirgends zugelassen. Wieso? Der hat 1, 2, 3, 4 Achsen. Ja, gut, wird als LKW durchgehen, aber weil das alles so also zusammenhängend ist. Kann mir das schon vorstellen. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen was Tolles angeguckt. Und das ist tatsächlich auch. Also, wer von euch plant, eine Landwirtschaftssimulation zu machen? Ich weiß, es werden wenige sein. Aber wer das plant, der sollte sich auf jeden Fall überlegen, das einzubauen. Denn die Maschine ist ultra cool. Es ist nämlich. Es hat sich irgendwie jemand hingesetzt und hat einen Schnittlauchvollernter entwickelt. Habe ich im Bayerischen Rundfunk gesehen. Müsst ihr euch mal angucken. Ist ein Hammer. Ist ein monströses Teil und auch Hammer. Der hat vorne so Scheren quasi und erntet dann die Schnittlauchreihen ab und das wird dann direkt in den, also direkt klein geschnitten und dann in den Tank hinten geladen und das wird dann ziemlich zügig gefrostet oder getrocknet. Ja. Ist was Unkonventionelles, das gibt's noch nicht. Ich habe das nicht im LS gesehen, ich sehe es nicht bei Pure Farming, nicht bei Cattle and Crops und auch nicht bei anderen Landwirtschaftssimulationen, also. Es kam ihm, kam auch noch gerne auf die Idee, Schnittlauch anzupflanzen im großen Stil. Nee. Ja, also in echt schon. Ja, aber hier halt noch nicht. Ja. Sehen Sie, sind noch einige Sachen. Erbsen, Bohnen. Gut, das gibt's modded. Na gut. Spinat. Gibt's auch modded. Kann ja unser Krümme hoch. Ja. Krimme, der Krimme darf das. Deiner hier, der Big M, darf das nicht. Deswegen habe ich auch gerade. Randy, fährst du dann vor, ne? Ja. Wie vor? Mm. Ja, du fährst dann vor. Achso, ne? zum Schlucken, ja. Wunderbar, ja, dann machen wir das so. Nein! Ey! Ja, du musst doch das aufnehmen, Randy. Ins Lager! Kann der das? Du stehst neben dem Lager, Alter! Oh, Blödsinn. Ist das hier, Randy? Ja. Okay, dann kippe ich ab. Wahnsinn. Wollen wir uns zwei Mistgabeln holen? Dann können wir da reinschöpfen. Was sagst du denn dazu? Ich schau da jetzt gleich drüber. Ey. Randy ist der mag das nicht, wenn es unordentlich ist, glaube ich. Rage Mode ist on. Das hat mir damals auf, wie hieß die schöne Karte, die wir vorher gespielt haben? Gemeinderade. Danke. Das hat mir damals mit Ansgar gereicht. Achso. Ja, der Ansgar, ne? Ja, ja. Das war eine Sauerei. YouTube Beef incoming. Hauerei. Wer muss das wieder wegmachen? Sogar der Randy, das war das Schlimmste an der ganzen Sache. Weil ich nicht verfahren hatte auf diesem riesigen Mistberg.
Ja, ja, genau so war das. Man kennt ihn. Aber wegen den Schnittlauch, das erinnert mich noch an eine andere Pressemeldung aus, auch aus dem bayerischen Landkreis. Da gab es für eine bei einer Verkehrskontrolle eine Anzeige, weil der kontrolliert worden war, gesagt hat, sie Schnittlauch. Wow. Und das gab da eine Anzeige wegen Beleidigung. Schnittlauch. Das würde mir auch nicht gefallen lassen. Ja, ist richtig. Schnittlauch. Aber Schnittlauch, ja. Er hat gesagt, sie Schnittlauch. Oder sie sind wie Schnittlauch. Okay. Was ist denn Schnittlauch? Was ist denn? Naja, außen grün, innen hohl. Okay. Und die konnten scheinbar damit was anfangen. Die sind wie Schnittlauch. Junge, du bist wie Schnittlauch. Den kann die echt noch nicht. Ich auch nicht, ne? Also die hatten es dann ja auch, weil ich habe gedacht, wieso, ne? Und dann hatten sie es halt begründet, habe ich mir gedacht, na gut, so dumm ist er eigentlich. Vielleicht ist das eine Weiterführung von du bist ein Lauch. Das kann auch sein. Ja, aber wenn außen grün, innen hohl, das ist ja dann was völlig anderes als bei Lauch. Ob wir es jemals rausfinden werden, ich weiß es nicht. Na, ich weiß es auch nicht. Wir drehen ja erstmal eine Roboterne Runde. Ohne dass die Kiste umfliegt. So, haben wir. Ah, nee. Was denn los? Ach nee, hier liegt so viel Arbeit und ich kann nichts machen. Können wir nicht einen anderen Traktor hinter diesen Göbel-Dingens hängen? Dann kann ich den großen verwenden zum Ansehen oder sowas. Ich weiß ja nicht, wie viel PS der haben muss. Ach, oder gar überhaupt PS? Gar nichts. Ja, ich habe halt den Kleinen, da müsste man dann halt. Oder nimm am besten den JD, der würde vielleicht zur Not auch noch gehen. Weil der so extrem langsam anfährt, du willst nicht überhaupt das Stroh hin haben. Welche Stroh denn? Naja, was wir die ganze Zeit pressen. Ja, irgendeine Halle rein. Sollte nicht nass werden auf alle Fälle. Also das willst du jetzt auch nirgends so in der Ecke gekippt haben. Nee, das bringt uns zu wenig momentan. Das gehört dann in die weitere Folge in den Komposter, aber ohne Treibstoff ist schwierig. Also, wir haben schon wieder Treibstoffmangel. Immer noch. Nee, wir haben immer seit noch. 30 Folgen oder so Treibstoffmangel. Doch, das hat man mittlerweile. Ach nee, da fehlt uns ja. Danke. Aha. Die Sojas. Aber die Sojas müssen ja mittlerweile geerntet sein, oder? Wir haben keine angesät. Wir haben Raps angesät und Weizen und noch andere Sachen. Deswegen poche ich doch schon seit ewigen Folgen drauf, dass wir jetzt gleich wieder ansehen. Habe ich da eben einen neuen Traktor kaufen gehört? Auf alle Fälle. Nee. Nee, gar nicht? Nee. Bisschen? Nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. Warum nicht? Dann habe ich mich wohl verhört. Also. Mein Fehler. Ich wollte mich schon auf die Suche begeben. So, Y. Aber nein, der Schatzmeister sagt wieder, wir müssen sparen. Für harte Zeiten. Weißt du? Mit der Kohle kannst du momentan nicht viel anfangen. Ja, wir würden ja auch einen verkaufen, Zwinker, Zwinker. Natürlich. Das würden noch die Bank so überfallen. Übelst auf es. Was? Uns fehlt ein Traktor und hast du zugeklappt? Ja, muss ich ja. Pio? Weil sonst bekomme ich den Traktor nicht los. Echt nicht? Wirklich nicht. Wow. Ja. Ich kann einfach mit der Direktzahl drüber jodeln jetzt, ne? Ja. Du kannst einfach drüber jodeln, ja. Was ist denn für eine Wortschöpfung? Weiß ich nicht, will ich mal gerade so ein. Jeder weiß, was gemeint ist. Das ist richtig. So. Sojabohnen, ne? Ja. Bin ja echt mega gespannt, was LS19 da bereithalten wird, ne? Ich auch. Erwartungen sind hoch, aber ich glaube, sie sind zu hoch. Ne, bei mir sind sie relativ niedrig. Muss ich wirklich sagen. Weil dann freut er sich umso mehr, was dann kommt. Ja, nee, ich glaube einfach, weil die haben es einfach nicht nötig, die Entwickler. Die müssen es nicht machen. Was passiert denn, wenn die nicht das Mega-Feature? Es wird trotzdem gekauft. Dann verkauft sich vielleicht nicht 5 Millionen Mal, sondern nur noch 4. Aber das ist immer noch ein gutes Geschäft. Ja, aber weiß ich nicht. Sag mal so, die Konkurrenz wird stärker und stärker, ne? Ja, aber 2018 wird die noch nicht so stark sein, dass das da eins irgendwie in Bedrängnis bringen könnte. Ja, du musst ja rechnen, sie bauen das Spiel für die nächsten 2 Jahre. Ja, aber trotzdem, ich glaube nicht.
Ha, ich weiß nicht. Ich glaube leider Gottes auch nicht so wirklich dran, dass sie dann sagen... Wird bestimmt ein cooles Feature kommen oder so, oder vielleicht sind es auch zwei, aber jetzt nicht so ein Monster-Ding. Dynamischer Boden wird auch nicht drin sein, Multiplayer wird vielleicht ein bisschen besser sein, aber auch jetzt nicht total erneuert. Es wird vielleicht ein, zwei neue Fruchtsorten geben. Aber sonst würde mir mal wieder eine richtig schöne mitteleuropäische Map wünschen. Das wäre auch was schon. Wer, ne? Hier ist einer. Wie klappe ich das Ding vollständig auf? Da musst du erst in der Kabine aufklappen einmal. Dann aussteigen, auf der Seite den Deckel aufmachen und dann weiter die Stützen ausfahren, vorne ausfahren, hinten ausfahren. An Ablage senken. Ach, okay, die Steuerung. Ja, die Steuerung. So, okay, gut. Wir sind fertig heute. Tatsächlich, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne beim Kollegen Sachsen-Spayer und beim Mr. Ansgar Nordrhein TV-Play vorbeischauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.